Der Papa wird schon richten, der Papa wird schon richten. Das gehört zu seinen Pflichten, für das ist er ja da. Ja, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, herzlich willkommen zum heute vierten und überraschenden Teil. Ja, es gibt so viel zu sagen, dass ich auch am Wochenende zu Pfingsten auch sozusagen etwas zu sagen habe. Legendäres Lied von Helmut Qualtinger anlässlich einer etwas unglücklichen Ausfahrt des Sohnes eines gewissen Ministers Hurdes, der einst mit seinem Porsche, wo ein Fußgänger sozusagen sein Leben lassen musste und sozusagen hier gewisse Dinge unter den Teppich gekehrt wurden. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es immer schon so üblich war, dass diejenigen, die das, wie man so schön sagt, Sagen hatten, dass diejenigen dann auch bestimmt haben, was dann geschieht. Logisch, sonst hätten sie ja nicht das Sagen. Und allgemein bekannt aus der sogenannten Transaktionsanalyse, glaube ich, heißt das, wo Kind-Ich, Eltern-Ich und Erwachsenen-Ich einander abwechseln, ablösen oder wie es auch immer so heißt. 90% befinden sich tief im Kind-Ich, also das heißt Mitarbeiter, dienende Berufe, wie soll man sonst noch sagen, also diejenigen, die das System mit ihren Steuern tragen. 9% derjenigen, die Vorgesetzten, die das im Sinne der wirklich Mächtigen überwachen und überprüfen, also wo man immer sozusagen, ja, wir müssen darauf achten, dass sie ihre Arbeit korrekt und pünktlich ausführen, ja, richtig, genau. Und 1%, immerhin, ja, 1% sind sozusagen im Erwachsenen nicht. Ja, spannend, spannend, wie viele sozusagen Bockerln hier herumliegen. Bockerln ist ein hervorragendes Heizmaterial, hält interessanterweise den Glutstock ganz gut, ja. Und naja, es liegen hier schätze ich, liegen so um die 100 Kilo herum, die eigentlich nur dann mit dem Rasenmäher zerknattert werden. Also das heißt, wenn die hier mit ihren großen Aufsitzrasenmähern kommen, dann wird das einfach in Stücke gedroschen. Naja, und wir haben halt diese Entwicklung, dass wir in unserem demokratischen Gefüge als 90% Kind-Ichs sozusagen unsere Wünsche und Hoffnungen auf diejenigen übertragen, die gelobt geschworen haben, unsere Interessen zu vertreten. Und wie wunderbar das funktioniert, das sehen wir jeden Tag. Wir können uns vor Begeisterung gar nicht einrenken, wie wunderbar sie rund um die Uhr nur besorgt sind, ihre eigenen Taschen, unsere Interessen zu vertreten. Also das ist sozusagen ihr oberstes Anliegen und das muss man auch immer so sehen, solange man eben auf der richtigen Seite steht. Naja, global gesehen haben wir jetzt, wie wir wissen, eine starke Übergangsphase und du weißt, immer wenn ein System in Gefahr ist, also das heißt, wenn es irgendwie gefährlich wird, dann versucht dieses System zu überleben. Das ist wie bei einer Firma. Wenn eine Firma schlechte Aufträge hat, also schlechte Auftragslage hat, dann wird sie bestrebt sein, zum Beispiel gewisse Kostenfaktoren zu reduzieren. Das heißt, man entlässt Mitarbeiter und Angestellte, das kennen wir derzeit von verschiedenen Firmen, die eben gezwungen sind, aufgrund schlechter Auftragslagen Mitarbeiter, also Personal, abzubauen. Daraus erkennen wir, Systeme haben die Tendenz zu überleben, auch unter großen Opfern. Und wir haben es jetzt auch mit einem sehr interessanten globalen System zu tun, welches natürlich vergleichbar mit der Firma um ungleich weit gestreutere Möglichkeiten verfügt als eine kleine Firma. Das heißt, das System als solches, das große ganze System, in dem wir uns befinden, wo die meisten gar nicht wissen, dass sie in diesem System sind, aber sei es drum, hat Möglichkeiten zur Verfügung, die wir nur schwer abschätzen können. Warum?
weil hier die Besten der Besten in beratender Funktion tätig sind. Die besten Psychologen, die besten Ökonomen, die besten von mir Soziologen, die besten, sagen wir, Politiker oder was auch immer. Ja? Das beste Fachpersonal, auch die besten Astrologen, gar keine Frage. Gar keine Frage, auch die besten Astrologen stehen ihnen zur Verfügung. Ja? Und dieses gigantische System wird alles unternehmen, um auch die kommenden Zeiten zu überstehen. Die kommenden Zeiten gestalten sich schwierig, weil das Verschuldungskonsumsystem abgelaufen ist. Man erkennt, es sind zu viele Schwierigkeiten entstanden. Man hat es vielleicht aus einem gewissen, vielleicht auch sozialen Gedanken heraus geschaffen, weil man muss ja auch die Leute immer mit einbinden. Systeme, wo die Menschen nicht eingebunden werden und der Zeitgeist nicht erfasst wird. Diese Systeme funktionieren nicht. Ja? Also die Machtausübung früherer Tage, du weißt ja, mit Peitschen, mit Ketten und anderen Requisiten, das funktioniert nicht. Ja? Also das heißt, man musste Konzessionen machen, weil es geht ja um die Fortsetzung des Machtspieles. Und das heißt, man muss immer wieder nachgeben, flexibel sein, sozusagen wieder sich zurückziehen, aber das Ziel, das große Ziel der Machtausübung wird niemals aus dem Auge verloren oder aus den Augen verloren. Und jetzt wird, ja, der Menschheit ein Lösungsansatz präsentiert. Natürlich rein zufällig ein Lösungsansatz, wo dieses herrschende Machtsystem weiter an der Macht bleibt. Logisch, ja? Und hier kommen jetzt Menschen, Personen, kommen jetzt ins Spiel, denen man andichtet, sie würden uns retten. Sie halten Reden, in den Reden finden sich gute, also hervorragende Reden, ja, hervorragende Reden. Ich habe jetzt wieder unlängst eine Rede von Trump gehört, also ich muss sagen, vom Feinsten, also rhetorisch ein Meisterwerk, ein absolutes Meisterwerk, brauchen wir gar nichts reden, ja. Spitzenrhetoriker, oder wenn wir Wladimir anhören, ja, ein super intelligenter Bursche, der alles abcheckt, ja, der checkt vieles ab, nur er sagt uns nicht alles, ja, er sagt nicht, wessen Diener er ist, ja, welcher Sache er dient. Aber wir können aus seinen Handlungen erkennen, ja, an den Taten werdet ihr es erkennen, wir können aus seinen Handlungen erkennen, dass er in erster Linie auf seiner eigenen Seite steht. Und natürlich geben diejenigen, die Milliarden und Milliarden einsacken, ja, Volksgenossen, eure Interessen sind mein Anliegen und ich werde immer bemüht sein, dass ihr glücklich und zufrieden seid und ich kassiere dabei die Milliardenbeträge. Ja, das ist ein dummer Zufall, aber komischerweise, sie fallen immer wieder auf die Butterseite. Und wenn du jetzt sagst, also ein Donald, ein Wladimir, was immer, sind Systemagenten, würden sie sozusagen dieses Machtsystem sozusagen unterstützen mit ihren Wirken und Tun und so weiter und so weiter. Ich kann dir nicht widersprechen. Ich könnte nichts dagegen sagen. Ich kann nichts, was soll ich dagegen sagen? Ich kann nichts dagegen sagen. Sie halten dieses Machtsystem, ja, du da unten, die da oben oder wir da unten, die da oben, ja, erhalten sie aufrecht. Hat einer von denen gesagt, hey Leute, ich gebe die Macht in eure Hände. Ihr sollt sie, ich gründe jetzt autarke Zellen und koppel euch aus. Ja? Ihr seid jetzt selber, ihr verwaltet euch selber, ihr checkt das alles selber für euch. Macht was ihr habt eure eigenen Mittel, mit denen ihr tauscht oder was auch immer, Dienstleistung tauscht, Personenweise, es gibt so viele grandiose Ansätze. Hat das irgendeiner von, haben die das gesagt? Oder ich erinnere mich, du weißt ja, Frostschutzthema, große Sache, schwere Sache. War nicht der Donald einer derjenigen, die gesagt haben, dass er am liebsten alle sofort therapieren möchte? Hat er das nicht gesagt? Hat er das nicht? Es kann ihm nicht schnell genug gehen. Ich meine, hat er das nicht? Ich weiß nicht, vielleicht muss man vieles ausblenden, um das halt zu übersehen. Ja, ich habe es nicht übersehen, es tut mir leid. Ja.
Aber er hat ja nachher noch oft genug die Möglichkeit zu sagen, ja, Volksgenossen, ich möchte euch warnen, das ist gefährlich, hier ist große Gefahr dahinter. Hat er das? Hat er gewarnt davor? Ja, jetzt werden einige das hineininterpretieren und sagen, er hat es getan. Ich habe es nicht registriert, aber kann sein, dass er es gemacht hat. Wir wissen es nicht. Tatsache ist, dass er sich, wie er noch in Amt und Würden war, sehr massiv dafür eingesetzt hat. Und das macht ihn für mich zu dem, was er jetzt in meinen Augen ist. Ja? An den Taten werdet ihr es erkennen. Das steht ja in einem der heiligen Bücher. Ja? Steht so drinnen. An den Früchten werdet ihr die Früchtchen erkennen. Naja. Und es ist nach wie vor das leidige Thema. Ich kann mich erinnern, als ich mich zum ersten Mal sehr kritisch über Donald geäußert habe, mich so ein bisschen über die 17Q lächerlich gemacht hat. Ich stehe auch für die 17, ja. Da habe ich einen Shitstorm geerntet, das kann ich euch gar nicht sagen. Damals, ich war so weit, ich wollte den Kanal beenden, ja. Ich habe so viel Prügel gekriegt, dass, ja, also es hat mich fertig gemacht. Darunter habe ich wirklich sehr gelitten. Aber mittlerweile sind sehr viele auch aufgewacht und erkennen diese Proponenten als jene, die sie sind. Es sind Vertreter dieses Systems. Wir da unten, sie da oben. Und mein Ziel ist es, ja, nach wie vor, alle Videos, mein Ziel ist es, dich, genauso wie mich selber, ja, es ist eh klar, ja, dass wir einander am Weg zum erwachsenen Ich, also das heißt den Mittelwert, begleiten. Astrologie ist zum Beispiel ein wunderbares Werkzeug, um zu verstehen, dass man Dinge in der Plus-, in der Minus- oder in der Null-Ausprägung leben kann. Als großes Ziel wird uns ja verkauft, du sollst Erfolgsmensch sein, du sollst Karriere machen, du sollst das und das erreichen, du sollst Traumurlaub machen, du sollst gebräunt und bodygebildet sein, du sollst sozusagen ewig jung sein und so weiter, lauter irreale Postulate, denen wir leider oft, ich auch, ja, viel zu viele Jahre natürlich vergeblich nachgelaufen sind. Du kennst ja das Umsonstmotiv, ist ja ein ganz wertvoller Begriff innerhalb dieses Systems, das Umsonstmotiv, du sollst es immer wieder und immer wieder versuchen und erfolgreich scheitern. Wir wissen ja, wie das mit dem Reichtum funktioniert, ja, wissen wir das, ja, das wissen wir. Über 80% aller großen Vermögen werden vererbt. Sehr ernüchternd, oder? Ja, schau, brav war er, der Herr Kronprinz. Heute ist er wieder eine halbe Stunde, ist er wieder erfolgreich am Pferd gesessen und hat einen Ausritt gemacht aus eigener Kraft. Das gibt's ja gar nicht. Die königliche Hoheit hat es wieder geschafft, uns zu überraschen. Ja, sowas. Ja, spannende Entwicklungen, oder? Also das heißt auf gut Deutsch, während du verzweifelt versuchst zu Vermögen zu akkumulieren, nimmt dir die Steuer sozusagen immer wieder regelmäßig die Hälfte deiner Bemühungen weg. Kind ich, Eltern ich, oder? Das heißt, Umsonstmotiv. Und viele kommen nach Jahrzehnten drauf, dass sie lackiert wurden, ja? Dass sie an der Nase herumgeführt wurden. Naja, steht ja auch schon in Goethes Faust Teil 1. Man muss halt gewisse Dinge nur lesen und sie auch dann umsetzen in der Realität. Naja, sehr, sehr spannend. Ich würde niemals zu irgendwelchen Aktionen aufrufen, das weißt du. Mein Modell bist du, ja? Du bist mein Erfolgsmodell, das bist du. Ja? Ich möchte, dass du gewisse Dinge erfasst und aus diesem Wissen heraus innere Gleichmut und Harmonie kommst. Ja? In positive Energien, wo du die deiner Stärke bewusst bist und wo du dann auch sagst, ich bin jemand, ja, ich bin wer. Nicht nur die Religionen, sondern auch das System bringt uns täglich welche Botschaft unterschwellig herüber. So wie du jetzt bist, bist du nicht in Ordnung. Gott findet dich scheinbar nicht in Ordnung. Ja. Gott ist zwar perfekt, aber bei uns hat er halt einen Fehler gemacht. Also ist er jetzt perfekt oder nicht? Wie läuft das jetzt? Nicht viel nachdenken. Das tut dem Kopf weh, das ist nicht positiv. Ja, stimmt es. Nicht zu viel nachdenken. Und die Systeme sagen auch, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Du solltest doch reich sein. Du solltest doch Erfolg haben, oder? Du solltest doch die Welt retten. Du solltest was auch immer machen, ja? Warum machst du das nicht? Interessant, gell?
was ist die kosmisch-göttliche Harmonie? Die kosmisch-göttliche Harmonie sagt, so wie du jetzt bist, genauso, bist du vollkommen in Ordnung. Du bist vollkommen in Ordnung. So, wie du jetzt bist. Und warum? Warum bist du in Ordnung? Weil du ein Prozess bist. Dieser Baum hier, ja? Der Baum hier hat viel Leid durchgemacht. Schau mal. Der Hauptast ist rausgebrochen. Furchtbar, ja? Grauenhaft. Trotzdem hat er nicht aufgegeben. Er hat weitergemacht. Er ist damit fertig geworden. Er hat das weggesteckt, ja? Er hat das weggesteckt. Der Baum hat das gecheckt. Schau mal, der Hauptast ist weg. Und er hat es trotzdem geschafft. Und es ist ein ansehnlicher, prächtiger Baum geworden. Weil er damit umgehen konnte. Er ist nicht in Selbstmitleid zerflossen und hat gesagt, ja, ich komme da nicht mehr drüber, ich zerbreche daran, ich brauche 20 Jahre Therapie. Hat er nicht gebraucht. Und genauso ist es auch mein Ansatz. Ja? Ich habe auch mal so Therapien gemacht und so weiter, ohne Spaß. Ja? Und bin aber relativ bald drauf gekommen, dass das auch eines dieser HTMM-Konzepte ist. How to make money. Ja? Also wie man sozusagen noch aus dem Scheitern von anderen Geld macht. Hm? Weißt du, gescheit, gescheiter, gescheitert. Ja? Und ich bin dann drauf gekommen, dass das immer wieder dieses Hochquirlen, das Hochquirlen von schmerzhaften Erinnerungen ist. Das hat nichts mit Rekapitulieren zu tun. Rekapitulieren bedeutet, du gehst in deine Kraft, du gehst aus der Position der Kraft in die Erinnerung und siehst dir gewisse Szenen immer wieder an. Du siehst sie dir an, bis diese Szenen sozusagen keine Kraft mehr haben. Bis du das Gefühl hast, ja, das hat der Herr XY und die Frau XY hat dieses, oder in dem Fall die Frau XX, ja, hat diese und jene Erfahrung gemacht, hat aber mit dir nichts mehr zu tun, weil du sie energetisch befreit hast durch wiederholtes Erinnern. Ja, so läuft das. Es ist viel einfacher, als du glaubst. Ja. Aber sie sagen uns nicht, so wie du jetzt bist, bist du in Ordnung. Das sagen sie nicht. Ja, Volksgenosse, du brauchst eine abgeschlossene Ausbildung, du brauchst ein Hochschulstudium, du brauchst 20 Jahre Berufserfahrung, du brauchst dieses und jenes und jenes und dieses und irgendwann merkst du, end of the road. Die Lebenszeituhr tickt gnadenlos. Und dann merkst du, du bist denen auf den Leim gegangen und hast wieder mal diese Inkarnation vertan. Hm? So wie du jetzt bist, bist du vollkommen in Ordnung. Dann gehst du auch in deine Stärke. Wir müssen nicht mit Raumschiffen nach Melmark fliegen. Ja, brauchen wir nicht. Oder zum Melmark. Brauchen wir nicht. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Wir müssen nicht, ja, wir müssen nicht Hightech-Technologie entwickeln. Ist nicht nötig. Brauchen wir nicht. Wozu brauchen wir das? Überhaupt nicht. Brauchen wir nicht. Computer, Handys sind unsere Diener, aber nicht unsere Chefs. Wir sind der Chef. Wir sind diejenigen, die zu sagen haben, was wir wollen. Aber ohne ins Eltern-Ich zu gehen. Das Ziel ist die Mitte, die Balance, ja, die Mitte. Das ist das Ziel. Das Erwachsenen-Ich. Verantwortungsvoll für jede Entscheidung im Leben die Verantwortung übernehmen. Also nicht so wie hier. Was wir überall sehen, ich muss ehrlich sagen, entsetzt. Ja? Ich bin entsetzt, wie viel Müll ich hier im Park herumliegen sehe. Egal wo ich schaue, überall liegt hier Müll herum, ganz egal wo. Gut, jetzt kann man sagen, ja, da ist gegenüber eine Schule und das darf man nicht so eng sehen. Naja, gut, das ist ein Gymnasium, ja? Und im Gymnasium sollten eigentlich Jugendliche zur Selbstverantwortung herangezogen werden. Aber immer wenn etwas weggeworfen wird, dann ist das ein infantiles Verhaltensmuster, welches sagt, ein anderer soll es wegräumen. Der Papa wird schon richten, der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten. Verwunderlich. Ich bin immer wieder verwunderlich, dass dieses Mega-Kraftgetränk, also was ja erwiesenermaßen Flügel verleiht, dass die Kräfte nicht ausreichen, ja, dass sie nicht ausreichen, dieses Ding dort hinten in den Mistkübel zu werfen. Ja? Oder dort, wenn du schaust, da ist auch ein Mistkübel. Sieht man den? Das ist jetzt der Höhepunkt, den zoome ich jetzt heran.
Da ist auch ein Mistkübel, das sind geschätzt zu 50 Meter. Das sind geschätzt zu 50 Meter. Aber die Kräfte reichen nicht aus. Und hängt das mit Kräften zusammen? Nein. Das ist sozusagen ein Nicht, hier wieder, ja? Ein Nicht-Übernehmen der Verantwortung für sein Leben. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Aber wir wollen positiv verbleiben. Ja? Wir wollen sozusagen die Endbotschaft soll immer positiv sein und die Aussichten sind gut. Immer mehr Menschen durchschauen das Spiel und es geht jetzt hier nicht darum, ja? Ich betone, ich wiederhole es. Es geht nicht darum, auf die Straße zu gehen, ja? Und irgendwie Freiheit, ja? Okay, lustig, ist fein, ist schön, hihi, haha, ja? Großartig, ja? Finde ich spitzenmäßig, ja? Aber dieser Prozess, von dem ich spreche, das ist ein innerer. Du kennst ja diesen Spruch, glaube ich, aus einem längeren Gedicht, aber ich glaube, Tucholsky, da ist das. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, aber dann geht es natürlich weiter in die ganz andere Richtung. Aber nur mal diesen Satz nehmen. Ja. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es ist Geld und keinem interessiert es. Ja. Stell dir vor, es ist System und weiter. Ja. Was? Nix. Ja. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Stell dir vor, es ist was auch immer, aber du ruhst in deiner Mitte. Stell dir vor, es ist Sonderangebot. Und es ist doch wurscht. Ist doch völlig egal. Ja? Stell dir vor, sie schenken Autos her. Du kannst dir so viele Autos nehmen, wie du willst. Ja? Und du weißt, Rudi, gib Acht, jemand muss diese Autos auch erhalten. Ja? Das kostet. Danke, nein. Meide das Sonderangebot. Meide das Gratisangebot. Es geht wirklich nur darum, dass du stabil in deiner Mitte bleibst. Dass du dein Leben im Hier und Jetzt so bewusst lebst, wie du nur kannst. Und dass du natürlich auch weißt, dass ein Großteil der sogenannten Angebote Lockangebote sind. Du kennst das ja vom Angeln, oder? Wie funktioniert das Angeln? Ja, wie funktioniert das? Da hängt ein Köder und im Köder, kann ich es schwer zeigen, was wie die Hand dran soll, aber der Haken, ja, der Haken irgendwie, das hat einen Haken, ja, das hat einen Haken. Und so funktioniert das Prinzip. Na gut, jetzt habe ich den pfingstsonntäglichen vierten Teil wie das ersten gemacht, aber mir war einfach danach. Und astrologisch schauen wir mal, oder nein, das haben wir schon hinter uns, das ist schon, braucht man nicht mehr, über Mond in der Jungfrau braucht man nicht mehr zu sprechen, ich glaube, dass heute einiges besprochen wurde. Gut, sei bei dir, sei für dich da, sei dein bester Freund, sei deine beste Freundin. Die meisten Dinge brauchen wir nicht. Ja? Wenn dieses System jetzt einen Fritzelacke aufs Parkett legt, du weißt mittlerweile, was das bedeutet, ja? Also einen Stunt hinlegt, ja? Dann ist immer die Frage, was hat das mit mir zu tun? Nix, gar nichts. Sie zerstören sich ihr eigenes System. Müssen wir Urlaub auf den Malediven machen? Nein, ich war noch nie dort. Und so wie es ausschaut, ich werde auch niemals dort sein. Ganz einfach, weil es mich dort nicht hinzieht, ja? Ich brauche die Dinge nicht. Ja, ich oute mich. Ich hab nicht einmal beheizbaren Fahrersitz. Habe ich nicht. Nix habe ich. All diese Dinge brauche ich nicht. Ich brauche sie nicht. Und deswegen, das Nichtbrauchen ist eine Macht. Das Nichtbrauchen ist eine Stärke. Verzicht. Aber nicht schmerzlicher Verzicht, sondern Verzicht aus Zufriedenheit heraus. Aus Zufriedenheit mit diesem Moment. Dieser Moment hier ist auf seine Art und Weise perfekt. Und du bist auf deine Art und Weise auch perfekt. Du brauchst nichts in der Außenwelt, worüber du dich definieren kannst. Ja? Also ich definiere mich über diese, was hat die kostet, glaube ich, 6,99 Euro. Ja? Ich definiere mich jetzt, schaut's her, ich kann mir, bitte, da, jeder herrschen, da, ich habe mir 6,99 Euro habe ich mir leisten können. Ja? Ich meine, ist es debil oder infantil oder beides? Entschuldigung, ja, das ist lächerlich, oder? Ich möchte halt nur wissen,
wie spät es ist. Das ist, ich weiß, das ist ein verrückter Anspruch. In heutigen Tagen, normalerweise muss eine Uhr ja mit mir eine Konversation führen können. Eine Uhr muss mich beraten können, was ich zu tun habe. Die Uhr muss mir alles aufzeigen. Die muss mir den Wetterbericht für die nächsten 2 Jahre zeigen und sozusagen meine Lebensplanung und den Blutdruck und den Kreislauf und alles. Die Uhr ist mein Leben. Ja, wenn ich die abnehme, dann muss meine Uhr, ich kann ohne Uhr nicht mehr leben. Seht ihr? Das ist der Punkt. Du brauchst gar nichts. Du brauchst nichts. Na gut. Nicht einmal all you need is love. Nicht einmal das. Ja. Nicht einmal das. Schamanismus hat eine sehr wertvolle Aussage getätigt. Er hat gesagt, geh davon aus, dass dich niemand liebt. Ja, dann hast du Ruhe davon. Keiner liebt dich. Keiner liebt dich. Lieb dich selbst. Lieb dich selbst, dann braucht dich niemand anderer lieben. Dann bist du nämlich im Erwachsenen-Ich. Ja, dann bist du frei von diesen, ja, keiner liebt mich, ist es schrecklich. Ja, dann bist du erlöst. Gut. Ich erlöse dich auch von diesem Video. Genug geschwurbelt für heute. 19.50 Uhr, positive Energien, good vibrations. Ja. Geh in die positiven Energien, die auf dich zurückwirken, die dir sozusagen dann das Kraftfeld aufbauen, was dich aus dem ganzen Schritt herauszieht. Ja. Je mehr Positives du aussendest, desto mehr kommt auch auf dich selber zurück. Ich wünsche allen Menschen alles das Allerbeste. Jeder soll glücklich sein, jeder soll zufrieden sein. Wir alle wollen in Harmonie und Frieden leben. Und natürlich geben wir dann auch den Eltern-Ich-Psychopathenspielern die Möglichkeit, auch ins Erwachsenen-Ich zu kommen. Auch zu merken, eigentlich, Onkel Klaus, du brauchst nicht über andere herrschen. Beherrsch lieber dich selbst. Und schau auf deine Lebensuhr, gell? Schau auf deine Lebensuhr. Gut, in dem Sinne, einen großartigen Tag, Frieden auf dieser Welt, Frieden im Osten und einen wundervollen Pfingstsonntag. Dein Astrowolf. Ende.